kann Menendez nicht verstehen, wenn ich nicht in seinen Kopf komme. Salazar, du warst in Nicaragua, als er an die Macht kam. Du kennst die Legenden am besten. Warum hasst er uns so sehr? Du Premio Graforia. Als Junge sah er mit an, wie die Contras töteten und vergewaltigten. 1972 gab es ein gewaltiges Erdbeben. Seine Familie hatte alles verloren. Ein Jahr darauf wurde die einzige, die er liebte, seine Schwester Josefina, durch ein Feuer verkrüppelt. Raúl und sein Vater fingen neu an, machten mit Drogen schnelles Geld. Sie wurden reich, mächtig, Legenden von Managua. Das Menendez-Kartell war quasi unantastbar. Also tötete die CIA Raúls Vater mit dem Segen der US-Regierung. Menendez hasste Amerika immer mehr und fing an, Waffen in Afghanistan für seine Privatarmee zu handeln. Die CIA hat Wind davon bekommen und jagte ihn in Kabul. Das war das Foto von Woods aus der Kammer, nicht wahr? Siehst du den hübschen Bastard? Das bin ich. Der hässliche ist dein Vater. Nach Vietnam. In Zahlen und so. War ja verdammt gefährlich. Es ist Showtime, Mason. Was hast du gesehen, Watts? Sand, Sand und noch mehr beschissenen Sand. Hudsons Kontakt ist unterwegs. Können wir den Chinesen trauen? Hier schon. Sie haben die Mujahedin genauso unterstützt wie wir. Sie wissen, dass die Russen sich nach Afghanistan, nach China wenden werden. Die Russen mag wohl keiner, was? Du kennst mich. Ich mag niemanden. Du solltest besser den Kopf runternehmen. Ganz ruhig, Sau! Wir haben die Waffen geliefert. Und dein Teil der Abmachung? Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Er kann euch helfen, Raúl Menendez zu finden. Wir haben ausgeruhte Pferde. Ihr folgt uns. Verdammt! Tun wir es! Mason, hier Hudson. Kam es zur Kontaktaufnahme mit Zhao? Wir sind gerade unterwegs zum Lager der Mujahedin. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass unsere Präsenz hier zu 100% geheim bleiben muss. Es hätte schwerwiegende Folgen, wenn die Russen von unserem Eingriff in Afghanistan erfahren. Und das wird nicht passieren! Hier lang! Wenn die Russen wirklich angreifen, braucht ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Spezialisten beratend tätig sind. Da sind sie schon. Rahman, das sind Woods und Mason. Die zwei Besten. Wir brauchen Waffen, keine Soldaten. Sieht gut aus. Nur um das klarzustellen. Wir halten den Angriff der Russen auf und ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis. Wenn sie vorrücken, dann kommen sie aus dem Westen. Norden oder Osten. Ich weiß. Unsere Leute verteidigen diese Berge.
Unsere Waffen bringen ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheißplan. Das ist die russische Armee. Die greifen doch immer mit roher Gewalt und einer zahlenmäßigen Übermacht an. Und mit Panzern. Sind eure Männer bereit? Sie haben keine Erfahrung mit den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber, wir gehören an die Front. Der Angriff der Russen hat begonnen. Yalla! Yalla, Boromiru! Glaubst du an deinen Plan, Amerikaner? Das weiß ich sogar, Sao. Dann los! Wir müssen uns beeilen! Sie dürfen nicht ins Tal kommen! Aufsetzen, Mason! Ladung platziert. Zurückziehen, Mason! Jag sie hoch, Mason! Arzt, die Engstelle im Westen ist sicher. Hier kommt kein Panzer durch. Woods, Mason, Sie heizen uns mit allem ein, was Sie haben. Überall im Tal sind Feinde. Die Mujahedin melden russische Panzer, die sich von Norden nähern. Hohe Gewalt und Übermacht? Hatte dir doch erwartet. Aber nicht gewollt!
nördlich des Tals. Sie müssen ausgeschaltet werden. Verstanden, Hutz. Rücken vor zum Abfahren. Panzer sind erledigt. Aufklärer melden feindliche Kampfhubschrauber nördlich des Tals. Wir sind dabei, Hudson. Wir machen das, Hudson!
Hudson, das Munitionslager gehört uns. Du kämpfst tapfer, Amerikaner! Nicht zurück zur Basis, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Das solltest du dir selbst ansehen. Alter Herr war ein echt harter Hund. Verwette deinen Arsch drauf. Kravchenko hat ihm praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße. Mason, sieh dir das an. Es ist noch nicht vorbei. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Das ist Kravchenko! Drecksack. Natürlich mischt er hier mit. Kravchenko, er muss sterben. Ein paar Mal habe ich's gesehen. Er kriegte so ein Glanz im Auge und hat den Raum abgesucht. Und ehe du dich versiehst, redet er mit dem Russen. Scheiße, Eisenhoff. Der gerissene Alte weg. Woods, vielleicht sollte ich das Verhör übernehmen. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Ich habe sie in Vietnam zurückgelassen, Sergeant Woods. Sie sollten tot sein. Das hat mir niemand gesagt. Mein Freund Roman sagt, sie machen Geschäfte mit einem Typen namens Raul Menendez. Was machen sie für ihn? Leck mich! Man sagt doch Auge um Auge! Ja? Das sind die Mujahideen! Die vergraben sie bis zum Hals im Sand, drehen ihre Augenlider und lassen sie in der Wüste braten. Ich kann sie schnell töten. Also, was ist mit Menendez? Ich verkaufe ihm Waffen. Das ist aber gar nicht sowjetisch, Mann. Die Sowjetunion stirbt. Geld ist alles, was zählt. Wohin gehen die Waffen? Kuba.
Angola. Die dritte Welt. Warum? Menendez will, dass ihre Welt brennt. Dazu wird es nicht kommen. Er ist mächtiger, als sie denken. Er hat sogar Leute bei der CIA. Scheiße! Der Kerl will uns verarschen! Das war der Monaco! Schurrecho! Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Wir haben euch doch mit den Russen geholfen! Nein. Nein, ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Wenn man stark ist. In der Wüste ist ja oben der Grab. Und was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Vic. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Was noch? Komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt?